Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Dezember-Vorhersage für die Jungfrauen. Und wir schauen uns als erstes im Fairy Oracle an, was euer Thema ist für Dezember 2023. Und nachher schauen wir es uns dann im Tarot genauer an. Und hier haben wir Look in a book. Whatever your question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Schau in ein Buch, was auch immer du dich gerade fragst. Du wirst die Antwort in einem Buch finden. Die Wörter, die du finden wirst, bringen dir die Einsichten, die du suchst. Boah, das klingt nach einem sehr interessanten Dezember. Ist die Frage, was möchtest du? Ich schätze mal, wahrscheinlich wird das ein magisches Buch sein, ne? Und du wirst gerade versuchen, irgendwas zu manifestieren oder irgendetwas zu tun. Und da brauchst du eine Idee aus einem magischen Buch wahrscheinlich. Ja, die Fünf der Kelche, bei dir geht es darum, dass du gerade schlechte Emotionen hast, dass du gerade traurig bist. Und du brauchst was, was dich aufmuntert, beziehungsweise brauchst du etwas, ups, auf den Boden gefallen. Ja, du musst Geheimnisse lüften, darum geht's. Du musst etwas finden, was dir dabei hilft, ein Geheimnis zu lüften. Vielleicht geht es hier um Divination. Ja, da fällt gleich was runter beim Stichwort Divination. Die Sieben der Stäbe, Verteidigung. Ne, hier geht es nicht so sehr um Divination. Hier geht es darum, vielleicht auch um Meditation. Verteidigung, Sieben der Stäbe. Du musst dich gegen etwas von außen verteidigen. Vielleicht gegen einen energetischen Angriff. Schau mal, was rauskommt. Das ist eine sehr interessante Legung, aber das war bei der ersten Karte schon absehbar, dass das richtig interessant wird. Ritter der Schwerter, du musst etwas wissen, du musst über etwas in Erfahrung bringen. Ja, und hier haben wir die Hohepriesterin mit der Zwei der Stäbe. Du weißt instinktiv schon, dass es nicht nur an einer einzigen Sache hängt, sondern dass es an mehreren Sachen hängt. Also, was auch immer da bei dir schief läuft, hat nicht eine Ursache, sondern diese Sache hat mehrere Ursachen. Ja, und du musst etwas zum Abschluss bringen. Du musst da was abschließen. Also ich denke, wenn ich mir die Karten so anschaue, ja, beginnen bei dieser hier, dass es hier definitiv darum geht, dich mit deinem Innersten zu verbinden, dich mit deiner Intuition zu verbinden, zu meditieren, zu divinieren und zu gucken, wo kommen diese Einflüsse her, gegen was musst du dich verteidigen und wie musst du dich dagegen verteidigen. Und ich schaue jetzt gerade, was ich da noch an Orakeln rumliegen habe, die da eine vernünftige Antwort in einer magischen Hinsicht geben können. Wir gucken mal weiter rein. Oder wisst ihr, was ist so ein absoluter Spezialfall, diese Legung hier? Weil es hier eindeutig um was Magisches geht und eindeutig um was Magisches, was du auf eine magische Art und Weise lösen musst. Und in so einem Spezialfall fahren wir die schweren Geschütze auf und die muss ich jetzt aus den tiefsten Untiefen des Regals holen. Moment. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die schweren Geschütze. Schauen wir, was wir finden. Wir schauen mal als erstes ins Paranormal Oracle, weil ich denke, dass es sehr gut zum Thema passt. Das habe ich schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Das braucht man auch ganz selten, aber wenn man es braucht, dann braucht man es. Oh mein Gott, und die Hauptkarte hier ist Residual Haunting. Wiederkehrende Zweifel drohen dich niederzureißen. Das haben wir in der fünften Kelche schon gesehen. Und diese Zweifel kommen von einer paranormalen Quelle her, ja. Dann haben wir das Spirit Board, Breakdown in Communication. Also versuche mit Spirits zu kommunizieren, die können dir helfen. Dann haben wir da... Ah, da haben wir die Nordics, diese nordischen Aliens. Allerdings, ich denke nicht, dass es hier definitiv um diese Aliens geht. Ich denke eher, da geht es um die Botschaft, die da unten draufsteht. Erneuerte Liebe für die Menschheit. Und dann haben wir den Creeper. Eine Gelegenheit kommt auf eine unerwartete Art und Weise auf dich zu. Also, ich denke, dass da jemand auf Gelegenheiten lauert und dass das vielleicht jemand ist, der dich schon länger beobachtet. Stichwort Watchful Eye, diese Dinge, ja, jemand, der dich schon längere Zeit neidisch beobachtet oder etwas, was du schon längere Zeit an dir klebt und immer, wenn du was Gutes vorhast,
dann schlägt dieser jemand oder dieses an dir Klebende etwas zu. Ich denke, dass bei dir diese fünfte Kelche daherkommt. Und ach, wir haben es gesehen, diese Zweifel. Diese Zweifel, die du immer hast, wenn du was Gutes am Laufen hast. Immer wenn du was Gutes am Laufen hast, zweifelst du. Und diese Zweifel kommen nicht aus dir selber. Diese Zweifel kommen von diesem Creeper hier. Der lauert auch eine Gelegenheit. Und das ist echt, ja. Okay, und da geht es auch um Dinge, ja, diese Dinge, die musst du nur loswerden, dieses etwas, bekämpf es nicht, werd es nur los und lass es danach in Frieden, wenn du es los bist, lass es in Frieden. Das ist eine wahnsinnig spezielle Legung und ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich auf mehrere von euch zutrifft oder ob das vielleicht auf einen Zuschauer zutrifft, dessen Energie so stark hier in diese Richtung weht. Das für diese eine Person jetzt, obwohl ich gesagt habe, ich möchte eine kollektive Legung machen, ja, das jetzt für diese eine Person rauskommt, weil diese Energie schon so stark in diese Richtung hier kommt. Ja, wer weiß, ob das jetzt wirklich auf mehrere zutrifft. Das kann auch immer passieren, wenn man solche allgemeinen Legungen macht, auf einem relativ kleinen Kanal, so wie auf meinem, dass dann wirklich von einem Zuschauer die Energie so wahnsinnig stark rüberweht. Dass man den dann rauspickt und den dann liest. Ja, je größer der Kanal ist, desto eher ist es eine allgemeine Energie, beziehungsweise habe ich das auch öfter schon hier, dass ich allgemeine Energien habe, die auf mehrere Menschen zutreffen, aber das schaut mir jetzt doch sehr, sehr speziell aus. Oh, Dogman, not a time to stand your ground. This is a time for graceful retreat. Also das ist keine Zeit, um zu kämpfen. Das ist eine Zeit, sich würdevoll zurückzuziehen. Schüttel dieses Ding ab und geh nicht in den Kampf. Wenn du Ruhe hast, dann ist Ruhe. Mehr braucht's nicht, ja. Und da brauchen wir jetzt das Infinite Wisdom of the Chakras gar nicht, weil die wichtige Botschaft ist, dein Ziel muss sein, deine Ruhe zu haben und dein Ziel muss nicht sein, dieses Etwas oder diesen jemanden zu bekämpfen. Okay, da haben wir noch die Orbs. Es kommt auch Klarheit, mit den Orbs kommt Klarheit über diese Sache zu dir. Okay, skrupellose Ehrlichkeit. Ja, da auch ehrlich sein zu dir selber oder falls du mit dieser Person in Kontakt stehst, diese Person auch darauf ansprechen, ob da vielleicht irgendwas läuft, skrupellose Ehrlichkeit. Ich denke, jetzt sehen wir es und dann schauen wir noch ins New Orleans Orakel. Wie gesagt, die ganze Legung wirkt auf mich schon. Oh, thin places, nature has the answer. Du sollst an einen Ort gehen, an dem die Wände zwischen unserer Welt und den anderen Welten ganz besonders dünn sind und dort nach einer Antwort suchen. Gut, wie gesagt, ich denke, diese Legung ist echt die speziellste Legung, die ich da gehabt habe. Wie viel haben wir gemacht zur allgemeinen Legungen hier auf meinem Kanal? Ich denke, das müssten 48 gewesen sein bis jetzt, ne? Circa, hier auf dem Kanal. Da denkt man, man weiß schon, wie es bei diesen allgemeinen Legungen abläuft. Man hat schon genug gemacht, man hat schon Routine und dann kommt sowas raus. Ja, und da haben wir das Erwachen. Da sind wir aber immer noch nicht fertig. Also du wirst im Dezember 2023 definitiv draufkommen oder zumindest eine heiße Spur finden, wer oder was das ist. Jawohl, und da kommt die nächste raus. Ja, Spiritual Knowledge, spirituelles Wissen. Du wirst da im Dezember 2023 draufkommen, wer oder was das ist. Du wirst da aber nach einer Lösung suchen müssen für diese ganze Geschichte in Büchern. Vielleicht findest du irgendwo irgendwas, was auf deine Situation anwendbar ist. Und dann gehst du an einen energetisch besonders dünnen Ort, wo die Wände zwischen unserer Welt und der anderen Welt besonders dünn sind. Und dort versuchst du es dann noch weitere Antworten zu finden und das Ganze auch zu lösen. So, das war jetzt wirklich eine wahnsinnig unerwartet spezielle Legung. Ja, ich denke, dass da jemand von den Zuschauern dringend diese Nachricht gebraucht hat und dass jemand von den Zuschauern dringend Hilfe gebraucht hat. Und ich hoffe, wenn du das hier siehst, ja, dass es das war, was du hören musstest und was dir jetzt weiterhilft, die nächsten Schritte zu gehen, damit du eben das tun kannst, was du tun musst, damit es dir wieder besser geht, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Das nächste Mal gibt es dann Ende Dezember 2023 die Vorhersagen für das ganze Jahr 2024. Da werden wir wieder absichtlich allgemeinere Energien aufschnappen, also damit das dann wieder auf mehrere von euch oder auf möglichst viele von euch zutrifft. Das habe ich auch in Gruppen eingeteilt.
damit dann eben gruppenmäßig, ja, damit ihr euch einer Gruppe zuordnen könnt und damit das dann eben auf möglichst viele von euch zutrifft. Wenn ihr gerne ein privates Kartenlegen bei mir buchen möchtet, könnt ihr das auf meiner Homepage www.viennavodogwin.com jederzeit gerne machen. Danke fürs Zuschauen.